Das war ziemlich hart und es ist aber ziemlich interessant, wie die Tänzer und auch alle, die dort mitgewirkt haben, es trotzdem gemeistert haben. Trotz des sehr starken Staubes und der Kälte, die sie dort ausgesetzt haben, wir haben sie wirklich sehr hart gequält, aber es hat sich am Ende dann doch ziemlich gelohnt. Hat im Endeffekt aber, das muss man dazu sagen, vor allem im Rückblick, immer extrem viel Spaß gemacht. Also wir haben selbst an dem Abend gesagt, vom ersten Drehtag hier unter dem Sausalitos da im Keller, ey, das war zwar ein harter Drehtag, aber es hat verdammt viel Spaß gemacht. Und das haben eigentlich alle gesagt. Und das ist halt das Schöne dabei, weil wir sind da wirklich als tolles Team rangegangen. Wir sind auch vorher schon als Team zusammengewachsen. Zumal, dass wir auch viele verschiedene Gruppierungen halt im Team hatten, die sich vor den Dreharbeiten nie gesehen haben. Ich denke mal, das können wir alle drei sagen, dass wir daraus eine große Familie geschaffen haben. Und allein die Freundschaften, die sich daraus gebildet haben und die Kontakte, die man jetzt noch weiterpflegt und welche Projekte man noch jetzt in Angriff nehmen möchte, und wir sind alle schon gehypt auf das nächste. Ich meine, das sagt ja schon mal extrem viel darüber aus. Und es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Es hat sich nicht wie harte Arbeit angefühlt. An dem Tag selbst war es harte Arbeit, oder war man eh wie in so einem Film. Guter Wortwitz an der Stelle. Aber im Nachhinein blickt man immer mit Spaß drauf zurück, und das ist halt das Wichtige. Und es hat so viel Spaß gemacht. Es gab sehr viel Gelächter, es gab sehr viel Spaß und die Dynamik dadurch, gerade weil alles so angenehm war und sich jeder unterstützt hat, die war einfach tadellos. Ich weiß nicht, wie Thomas das geschafft hat, aber er hat es geschafft, ein paar Leute zusammenzusuchen, die sich wirklich gut verstehen, verdammt gut verstehen, auch wenn es ganz viele unterschiedliche Leute waren, aber jeder hat sich mit irgendjemandem gut verstanden und da ist einfach eine Gruppe entstanden, die sich verdammt gut versteht. Trotz dessen, dass es einfach so viele verschiedene Persönlichkeiten gab und verschiedenen Alters, haben alle zueinander gefunden. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Überhaupt nicht. Es war sehr beeindruckend auch zu sehen, wie schnell sich Gruppendynamiken entwickelten. Bis hin zu Freundschaften, bis hin zu Familie und Umgang. Und teilweise hatten viele Leute sich gerade erst am ersten Tag kennengelernt. Wir hatten unsere LARPA, also unsere Live-Action-Role-Players, die halt sehr bewandert schon waren in der Lagerwäsche oder halt in der Inszenierung oder halt im Schauspiel von solchen Charakteristiken. Und wir hatten natürlich auch unsere Tänzer, aber die auch zum Beispiel sowas zum ersten Mal gemacht haben. Also wir hatten sehr viele unterschiedliche Leute, auch mit sehr vielen unterschiedlichen Interessen und Stärken. Und trotz so vieler Unterschiedlichkeiten haben sich alle gemeinsam zusammengefunden, um halt eine Leidenschaft, eine Passion für einen gemeinsamen Film halt auszuleben. Und ich bin nach wie vor so glücklich und halt wirklich sehr überwältigt, wenn ich einfach nochmal alles vor meinen Augen abspielen lasse, wie schön ich es fand, dass sich halt alle vom ganzen Herzen verstanden haben. Eine große Besonderheit war natürlich auch durch die Kostüme halt auch, die von unserer Jana produziert wurden, auch, dass einfach jedes Detail wirklich perfekt auf den Film abgepasst wurde. Genauso wie die Kostüme von unserem Marc und dem Lex halt designt wurden. Das hat das Gesamtbild nochmal richtig stark komplementiert. Und ich finde, gerade solche Kostüme in nicht mehr als 3 Monaten alleine herzustellen, das ist wirklich eine Leistung. Jetzt gerade so im Nachhinein kann man wirklich sagen, bei dem, was wir sehen, was Jana daraus gemacht hat, ist es halt lächerlich, sich vorzustellen, dass wir das in irgendeiner Art und Weise hätten so hinbekommen. Und das ist halt auf jeden Fall eine Sache, worüber wir unglaublich dankbar sind. Und was wir alleine definitiv nicht geschafft hätten. Um natürlich auch so einen kleinen Dusty, so einen staubigen und leicht verworrenen, so ein verworrenes Setting halt zu schaffen, haben wir natürlich uns auch gefragt, wie können wir das schaffen, außer halt die Kleidung zu unseren Kostümdesignern halt anzusagen, dass vielleicht ein bisschen dreckiger oder das muss abgenutzt oder so wirken und trotzdem muss da eine gewisse neue fiktive Kultur rein. Und Lösungen zu unseren Problemen waren auch sehr einfach. Ein aktuelles Beispiel war, wir haben halt Mehl und Stärke verwendet, um halt zum Beispiel leichte Verbrauchsspuren wie Schnee oder halt das Ansammeln von Schnee oder leichtere Verdreckung halt weiterhin zu spüren. Es waren halt sehr einfache Sachen, die aber die dazu beigetragen haben, dass aus dem Großen und Ganzen mit ganz vielen kleinen Details halt eine unglaublich starke Szenerie halt daraus geworden ist. Aber auch hinter den Kulissen, das möchte ich auch noch mal kurz sagen, solche Leute wie Ole Schafari, Andreas, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Ole Schafari, Andreas?
Marcello, Vanessa, Fabian, allein diese Leute, die gar nicht vor der Kamera groß waren und vielleicht auch gar nicht so viel in den Behind-the-Scenes vorkommen, die haben unwahrscheinlich viel dazu beigetragen, dass alles wirklich läuft. Auch schon vor dem Dreh zum Thema Catering. Durch Fabian kamen wir zu Mios, wo wir den ganzen Kram einkaufen konnten. Shafari war mit dabei. Sie hat beim Tragen geholfen und auch beim Kochen. Sie hat dann den Ton übernommen. Andreas hat uns überhaupt erst die Location in Soltau möglich gemacht. Solche Sachen, wirklich, wo man erstmal denkt, ach, die haben ja nur so eine Kleinigkeit gemacht. Im Großen und Ganzen wirkt das auch wie eine Kleinigkeit, aber da wirkt alles wie eine Kleinigkeit. Und ohne jede Kleinigkeit wäre das nicht so geworden, wie wir es jetzt haben. Andreas hat uns die Drehgenehmigung beschaffen können für die Waldszenen und auch für den Drohnenschutz. Und das mag auch, wie Adrian bereits erwähnt hat, ein kleines Detail sein, aber halt, es sind so viele Details, die halt zusammengesteckt sind, die halt erst das große Ganze erst so in dieser Form, wie man es sehen kann, erst möglich gemacht haben. Man hat wirklich mit den Leuten geredet, als ob man die schon jahrelang kennt, obwohl wir mit einigen wirklich erst seit, ja, seit einem Tag, ja stimmt, mit Marc und Lex seit einem Tag wirklich erst. Und da haben sich einfach so tolle Freundschaften entwickelt und so tolle Kontakte, die man jetzt auch noch weiterhin pflegt. Und einige, so die meisten wirklich erst seit September, wo wir angefangen haben mit den Rehearsals. Und selbst für dieses halbe Jahr, wo man sich dann kennt, schon nicht mal ein halbes Jahr, wirklich schon auf einer freundschaftlichen Basis, wo man sagt, ey, yo, den kenne ich bestimmt schon ein paar Jahre. Und das ist wirklich was Besonderes. Und deswegen mit den Leuten, das ist wirklich auch toll. Es hat nämlich keiner Stress gemacht am Set. Das gibt es ja auch öfter mal, dass Leute in der Nase sitzen, ich habe keinen Bock da drauf. Ich habe jetzt kein warmes Essen. Und das gab es nicht. Das gab es einfach nicht. So viel Spaß und Freude, wie wir beim Set wirklich hatten, das ist etwas sehr Besonderes. Wir sind zwar mit einer gewissen Strenge rangegangen, mit Disziplin, aber trotzdem mit Spaß und Freude. Und das ist halt etwas, was uns, denke ich mal, ganz gut auszeichnet, weil wir mehr als Familie dran gegangen sind, als wirklich eine Art Unternehmen. Das hätte ich mir nie erträumen können, dass wir mal sowas auf die Beine stellen. Und wirklich von Herzen danke und ein ganz großes, ich hoffe, das ist schön, ein großes Herz an alle. Fühlt euch mal ganz doll umarmt. Natürlich haben wir uns drei im Vorfeld Gedanken gemacht, wie wir etwas gedreht haben wollen. Und wir haben unsere ganzen Ideen auch einfließen lassen, unsere ganze Erfahrung, unsere ganzen Ideen und Visionen. Und haben sie immer gemeinsam optimiert mit dem ganz einfachen Leitspruch, die beste Idee gewinnt. Wir haben tatsächlich ein unglaublich gutes Drehbuch neben dem Skript geschaffen, wo auch wirklich diese unglaublich guten Texte halt wirklich eingegangen sind. Und auch an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, dass halt Adrians Arbeit einfach unglaublich ist. Wir hatten auch natürlich gerade beim Experimental Footage sehr viele Szenen, die halt nicht geskriptet waren. Wir haben sehr viele Impressionen gehabt, wo es einfach Adrians Dank geschuldet ist, dass er eine so intuitive Kameraführung gehabt hat, um einfach jede Bewegung sehr gut einzufangen. Das kommt aber auch nicht von irgendwo. Wir haben alle drei halt zusammen gelernt oder wir haben alle drei zusammen halt begonnen und haben auch so ziemlich oftmals Autodidakt uns vieles auch aneignen können. Und einfach, Adrian hatte davor auch schon diese Gabe, Momente so einzufangen, dass sie auch wirklich schon auch als Rohmaterial einen unglaublich starken Einfluss haben, also einen unglaublichen starken Eindruck hinterlassen. Und man musste Adrian nie irgendwas sagen. Er wusste genau, was er zu tun hatte. Und dadurch entstanden auch beim Experimental Footage halt unglaublich starke Szenen. Also auch wirklich ein absolutes Dank an dich, lieber Adrian. Und ich muss aufpassen mit dem Mikrofon. Dank Pete zum Glück hatten wir aber auch immer die Übersicht über alles. Also einen besseren Supervisor konnte man einfach nicht haben. Er hatte immer alles im Blick gehabt. Und wenn wir im Zeitdruck waren und uns war gerade nicht klar, wo wir uns genau befanden, dann konnten wir immer genau drauf gucken und ich konnte immer auch fragen. Und das war halt sehr wichtig, gerade weil der Tag halt so kurz gestreckt war und wir doch sehr viel auf dem Plan hatten. Und da muss ich auch ehrlich einen großen Dank an Pete aussprechen. Ich selbst konnte überhaupt nicht, gerade als direkter teilnehmender Schauspieler, gar nicht komplett immer die Regie führen. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen. Und da musste einfach überall Pete und musste halt wirklich überall Pete auch ansetzen. Er musste sehr viel koordinieren und organisieren. Das war natürlich davor alles abgesprochen, aber jemand muss es machen. Und ich war nicht in der Lage, es zu tun. Und Pete hat das grandios gemacht. Wie gesagt, als Regisseur und als Director halt einen Film zu machen, wo man selbst drin mitwirkt, als aktiver Lagedarsteller oder Rollenspieler oder Schauspieler, ist es einfach nicht möglich, die Arbeit komplett
auch zu umzusetzen auf praktischer Arbeit. Sie zwar zu planen, das ist alles drin, aber es hätte einfach nicht ohne Pete funktioniert. Pete war einfach in dem Moment der essentielle Baustein dafür, dass halt ab und an die Zeiten gesetzt werden mussten. Ich konnte auch nicht drauf gucken, weil ich auch irgendwo immer in die Arbeit angespannt war. Und ich muss einfach sagen, dass ohne Adrian und ohne Pete die gesamte Organisationsstruktur so nicht greifbar gewesen wäre. Also es wäre sehr schwierig gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, auch aus meiner Erfahrung, auch alleine kann man sowas so oder so nicht machen. Man braucht auf jeden Fall Leute, die davon immer Ahnung haben und auch wirklich mit selbem Herz dabei sind. Und ich bin sehr dankbar, dass diese beiden ihre Leidenschaft und ihre Expertise mit haben einfließen lassen. Die Entwicklung zu sehen bei den einzelnen Leuten, vor allem auch bei den einzelnen Teammembern, da einmal auch Danke an Thomas an der Stelle, wie er es halt auch geschafft hat, so viele verschiedene Leute mit verschiedenen Talenten auf ein Level zu bringen, dass sie alle zusammen eine Choreo beherrschen und die einfach fucking gut umsetzen. Verdammt gut umsetzen. Du kannst ja aussuchen, was du nimmst. Das ist schon wirklich eine Leistung. Und wirklich, die Leute haben dafür ihre Freizeit genommen und das ist nicht selbstverständlich, aber wir sind da unglaublich dankbar für. Und wir hoffen einfach auch, dass wir mit dem Film, mit dem Endprodukt und der Premiere und den zukünftigen Projekten da einfach mal mit Danke sagen können. Weil das ist wirklich klasse, was wir da auch für eine Resonanz drauf bekommen haben, was wir von dem Team gehört haben, mit welcher Leidenschaft die da auch bei waren. Und ich glaube, diese Leidenschaft dabei von uns dreien, von unserem Team, ist wirklich ein ganz, ganz großer Punkt dabei, wenn man sagt, ey, wie habt ihr das gemacht? Leidenschaft. Familie, Freunde, alles eigentlich. Ich sag mal, wir drei waren ja größtenteils jetzt für die Organisation halt wirklich da und weil die Idee halt umgesetzt werden musste nicht. Also wir wollten das halt schaffen und wir hatten ein Ziel vor Augen und durch die Unterstützung des Teams haben wir es halt auch geschafft. Und also da können wir haben halt auf jeden Fall etwas geschaffen, wo wir alle sehr stolz drauf sein können. Und wir sind auf sehr, sehr viel Unterstützung und Hilfe gekommen. Und dafür möchte ich auch nochmal meinen allerherzlichsten Dank im Namen unseres ganzen Teams aussprechen. Denn ohne jeden einzelnen Crowdfunder-Unterstützer wäre es uns nicht möglich gewesen, den Film so in dieser Form umzusetzen, wie man ihn nun sehen kann und vorfinden kann. Also wirklich von ganzem Herzen Danke.